Marvel und DC haben ja mit ihren Comicbuchverfilmungen eine Menge taffe Mädels gezeigt, wie Black Widow oder Wonder Woman, aber ein paar Frauen bleiben immer auf der Strecke, die mutigsten und besten, nämlich unsere Mamas. Und deswegen gibt es heute nicht nur was Schönes anzugucken, sondern auch was Leckeres zu essen. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Muttertag steht vor der Tür, Edgar hat sich schon schön hergerichtet. Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr euren Müttern schenken sollt, macht ihnen doch einfach mal ein leckeres Frühstück. Ich zeige euch heute, wie man ein Dutch Baby macht. Das ist ein Ofenpfannkuchen mit einem schönen Topping. Los geht's. Als erstes heizen wir den Ofen auf 220 Grad vor. Und jetzt holen wir uns eine Pfanne. Und ganz wichtig ist, diese Pfanne muss einen Metallgriff haben, weil sonst habt ihr ein anderes Geschenk für eure Mutter zum Muttertag, nämlich, dass sie den Ofen sauber kratzen darf. Weil jeder Plastikgriff würde bei 220 Grad im Ofen schmelzen. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt nehmen wir diese Pfanne, stellen sie nicht auf den Herd, sondern in den Ofen. Die wird jetzt da drin schön heiß und wir bereiten mal den Teig vor. Eine große Schüssel. Wir brauchen einen Esslöffel Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, und drei Eier. Das Ganze schlagen wir jetzt schaumig auf. Gut, jetzt kommt eine große Prise Salz rein und 160 Milliliter Milch. Alles rein und gut vermischen. Als nächstes messen wir mal kurz das Mehl ab. Wir brauchen 100 Gramm. Und jetzt nacheinander immer ein bisschen reinkippen und verrühren. Ein bisschen rein. Der wird jetzt zur Seite gestellt und muss erstmal 10 Minuten ruhen. In der Zeit können wir schon mal unser Topping vorbereiten. Ich habe in dem Fall jetzt Erdbeeren genommen. Ihr könnt aber alles nehmen, was ihr möchtet. Nehmt nur die schönsten Erdbeeren, das ist schließlich für eure Mama. Und ihr gebärt auch was für sie, nämlich ein Dutch Baby. Das Grüne schneiden wir natürlich ab. Das will niemand. Und dann einfach vierteln. Einmal so und einmal so. So, die schmeißen wir jetzt alle in die Schüssel. Halbieren unsere Zitrone. Vorher ein bisschen rollen, damit mehr Saft rauskommt. Und jetzt kommt ein Esslöffel Zitronensaft und ein Esslöffel Puderzucker darauf. Und jetzt ordentlich umrühren. Wir marinieren die quasi. Tja, wer schlau ist, nimmt eine größere Schüssel als ich. Ich wünsche mir die Zeit zurück, wo ich meiner Mutter einfach ein schlecht gemaltes Bild schenken konnte und sie fand es süß und hat es an die Wand gehangen. Einfach mit so zwei Händen, wo man seine Hände angemalt hat. Und dann hat man geschrieben, für seine liebe Mutti zum Muttertag. Unser Topping ist fertig, dann wird es jetzt spannend und wir holen unsere Pfanne aus dem Ofen, knallen da ein Stück Butter rein und dann wird gebacken. Denkt an eure Ofenhandschuhe, denn diese Pfanne da drin ist sehr, sehr heiß. Hup. Oh. Dann ordentliches Stück Butter rein. Gut, und jetzt der ganze Teig rein. Und wieder zurück in den Ofen. Wieder zu. So, und jetzt einfach kurz warten, bis er hochkommt. Der Pfannkuchen ist fertig. Ihr seht es auf jeden Fall. Er ist aufgegangen wie ein Pfannkuchen. Ich hole ihn mal raus. Wow, look at this. Krass. Oh, jetzt fällt er zusammen. Nein. Aber es gehört ja dazu. Er müsste noch so Geräusche machen, er macht leider keine, aber es wäre viel witziger, würde er so machen. Ich glaube, das ist jetzt seine Endform. Ich hole mal ein Sieb und Puderzucker. Und die Erdbeeren rein. Die dürfen natürlich noch ein bisschen schöner verteilt werden. Und da habt ihr euer Dutch Baby. Tada! Ich bin super gespannt. Das ist tatsächlich mein erstes Dutch Baby. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Es ist super lecker geworden. Es ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Brot und Pfannkuchen. Ich meine, es wurde ja auch gebacken und nicht gebraten. Aber ich glaube, das kann man auch mal machen, wenn kein Muttertag ist.
Falls ihr jetzt Bock bekommen habt, das nachzumachen, dann schickt mir doch gerne ein Foto unter dem Hashtag YumTamTam. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Hier geht's zu weiteren. Tschüss!